In Natal im Nordosten von Brasilien brummt das Nachtleben. Aber hinter der lebenslustigen Szenerie verbirgt sich oft eine verstörende Wirklichkeit. Diese Kontrolleure durchkämmen die angesagten Orte, um sicherzustellen, dass hier keine Minderjährigen sexuell ausgebeutet werden. Wir sind am Ponta Negra-Strand an der Uferpromenade. Er ist einer der größten Anziehungspunkte für Touristen. Er war früher ein Treffpunkt für Sextourismus, nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch für Erwachsene. Eine offizielle Statistik über Kinderprostitution gibt es nicht, aber laut brasilianischen Nichtregierungsorganisationen ist sie weit verbreitet im Land, vor allem in armen Regionen wie hier im Nordosten. Die Sorge ist groß, dass während der Fußball-Weltmeisterschaft noch mehr Minderjährige auf die Straßen gelockt werden. In den vergangenen Jahren hat Brasilien seinen Kampf gegen sexuelle Ausbeutung verstärkt. Junge Prostituierte wie die 18-jährige Taina wurden von der Straße geholt, jetzt arbeitet sie in der Hotelbranche. Wir waren normalerweise am Ponta Negra-Strand. Sie kamen mit ihren Autos, riefen uns und ich ging, immer begleitet von einer Kollegin. Nun haben die Behörden die Bewohner der 12 Städte, in denen die Fußball-WM ausgetragen wird, aufgefordert, Fälle von sexueller Ausbeutung anzuzeigen. Wir Älteren kennen das und sind jetzt vorbereitet, um die Fußball-WM und die Fans zu begrüßen. Und wir sind bereit, gegen alle Kriminellen zu kämpfen, die meinen, wir würden das akzeptieren. Unsere Botschaft ist: Kommt nicht oder ihr werdet es bereuen. Ob Brasilien mit dieser klaren Botschaft durchdringt, wird sich erst zur Fußball-Weltmeisterschaft im Juni zeigen.